Sehr schön. Was hast du noch? Dann habe ich Hermann Hesse, Narzisst und Goldmund. Das ist quasi eins der Bücher, die dann an der Erziehung der Klassiker dann auch hängen geblieben ist. Also wo ich gesagt habe, so Narzisst und Goldmund, das fand ich von Hesse jetzt mal richtig gut. Hat mich einfach, das habe ich auch in einem Stück durchgelesen und es hat mich einfach total beeindruckt, weil ich in dem Alter, wo ich es gelesen habe, so mit 15, 16, total viel Bezug zu der Materie hatte, so, also dieses Leben wollen und auch dieser Unterschied zwischen Vernunft und Lust oder Lebemanntum, so, also das ja, fand ich einfach total toll. So. Deswegen lese ich das auch heute gern nochmal. So. Das Erstaunliche an Hesse ist, dass der Stil nicht veraltet. Ne? Es sind ja viele, viele Texte, Thomas Mann, das wird manchmal etwas sehr, naja, getragen sehr stark, und so weiter. Ne? Der Hesse liest sich immer noch so, als wäre er heute geschrieben. Das ist total interessant. Genau, also ich glaube auch, als ich den gelesen habe, habe ich auch gedacht so, oh, so auch ältere Bücher können auch ziemlich aktuell sein, so, also und ziemlich auch aktuell geschrieben. Also ich finde nicht, dass der wirklich so irgendwie angestaubt ist oder so. Auch für die Remix-Generation. Genau, ja.